Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Seelenimpuls. Ja, es war jetzt einige Tage still hier und es war auch einiges los in mir. Und hier zum heutigen Vollmond am 24.06. zeigen sich ja ganz, ganz neue Energien, ganz neue Kraft. Und da möchte ich hier gerne mit dir ein Stück weit eintauchen. Mein Name ist Sirut Sabina Haller von lebensradweg.de und ja, ich bin Hüterin der Erinnerung, Liederin der neuen Zeit und ich freue mich jetzt hier auf diesen Seelenimpuls, was sich da hier jetzt entfalten möchte. Vollmond. Ja, und vor dem Vollmond war Sommersonnenwende und die hat, ja zumindest in meinem System und ich glaube auch in deinem und in vielen von oder in den Systemen vieler anderer Menschen einiges aufgewirbelt, ans Licht gebracht, diese Hochzeit der Sonne. Ich habe auch einige Kartenvideos dazu hier auf meinem Kanal mit den Impulsen. Ja, all das, was dein Licht verbirgt oder verschleiert, all das zeigt sich jetzt im Licht der Sonne, zeigt sich im Licht des Mondes und macht womöglich wie in meinem Fall hier auch extreme körperliche Beschwerden. Ja, also bei mir war das so, dass wirklich jetzt die letzten Tage vom Wochenende her mein Körper richtig heftig reagiert hat, mit unterschiedlichsten Symptomen von Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles durch die Bank weg, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, da löst sich Altes. Klar war da auch kurz so dieses, jetzt wirst du krank, gerade in der Zeit jetzt hier heute, macht man sich ja da seine eigenen Gedanken dazu und es ist ja dann auch nicht so einfach. Und aber dennoch, also ich habe für mich gespürt, diese körperlichen Beschwerden dienen jetzt dazu, dass meine Zellen gereinigt werden, dass genau da, wo bisher vielleicht diese alten Glaubensmuster so von ich bin zu viel, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht, wo sich das alles auflösen durfte, wo das alles rausgereinigt werden durfte. Und ja, selbst bei mir, also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war gestern den ganzen Tag echt voll im Widerstand dagegen und ich hatte Kopfschmerzen, ich habe es heute Morgen schon einer Freundin erzählt, die sich fast zur Migräne ausgeweitet haben und ich war voll im Widerstand. Ich wollte das nicht, ich hatte keinen Bock, dann musste ich arbeiten und mi. Im Kopf all die Geschichten. Und heute früh war alles anders. Das finde ich dann immer total spannend. Heute früh bin ich aufgewacht, habe ich hingespürt. Ich denke, wow, alles weg. Alle körperlichen Beschwerden weg. Der Kopf klar, aber richtig klar. Und ich fühle mich wie ein junges Rehlein. Könnte man fast sagen. Und ich habe heute dann auch nochmal auf einer tieferen Ebene gemerkt, dass eben alle Gefühle wie Wellen sind. Und gerade wenn ich da so im Widerstand bin, oder vielleicht kennst du das auch, wenn du bei unterschiedlichen Gefühlen, die eine Prägung haben, dass die Gefühle schlecht sind und das darf man nicht fühlen und damit bist du nicht gut genug. Wenn dieser Widerstand dann sich aufbäumt, wird es schwierig bis vielleicht stellenweise unmöglich,
wahrzunehmen, dass das einfach Wellen sind, die durch uns durchfließen. Vielleicht kennst du im Gegenzug dazu, wenn es dir wirklich richtig gut geht, wenn du voller Freude bist, wenn du denkst, jetzt habe ich die Kurve gekriegt, jetzt ist mir das Schicksal hold, das Glück an meiner Seite, dann kommt diese kleine fiese Stimme aus dem Hintergrund. Ah, pass auf, dir darf es nicht zu gut gehen. Und langsam, aber sicher bröckelt dieses Glücksgefühl dahin. Das ist die eine Seite. Interessanterweise haben wir diese leise Stimme nicht, wenn es uns nicht gut geht. Dann zieht uns vielleicht sogar die gleiche Stimme, noch ein Stück tiefer. Ja, guck, siehst du, ich habe es dir doch gleich gesagt. Und es ist doch schon so oft schief gegangen. Und was denkst du eigentlich, wieso sollte es dir besser gehen wie anderen? Guck mal, du bist da so ein Häufchen Elend. Ja, genau. Ja, und genau diese Sätze sind es dann, die dich noch tiefer in diese Wellen reinziehen. Und war bei mir auch. Also wirklich dieser Widerstand da, so dieses, nee, ich will das so nicht, nee, ich will das jetzt weghaben. Ja, und dann habe ich gestern spät Nachmittag mich auf die Couch gepackt, wie ich dann zu Hause war, und habe einfach nur geatmet. Nur geatmet und gefühlt. Ich habe gedacht, okay, Kopfschmerz ist da. Der darf da sein, Gliederschmerzen sind da, die dürfen da sein. Und mit jedem Atemzug bin ich tiefer und tiefer in mein System hineingesunken und auch tiefer und tiefer in diese Annahme dessen, was ist. Also einfach das Annehmen. Und so sind Vollmond und Neumond auch zwei Seiten, zwei Wellen, also diese Vollmondwelle, dieses Licht, was sich da zeigt, und zudem haben wir ja nun auch noch einen Portaltag. Und wieso, ja, wie das mit unseren Worten so ist, wir bewerten das ja, und da ist ja eine besondere Energie drin. Wow, es ist Vollmond. Wow, es ist Portaltag, der ist ja noch mal kraftvoller. Oh, es ist Neumond, da ist es dunkel. Der Neumond initiiert einen Neubeginn. Neumond heißt es ja auch. Ne? Und der Vollmond bringt eben in Wellen das ans Licht, was bisher im Dunkeln lag. So, und bei mir hat er eben all diese Verspannungen im Körper nochmal ans Licht gebracht. Ja, wo auch dieses erweiterte Bewusstsein, was sich ja auch bildet, jetzt halt tiefer in die Zellen gesunken ist. Und je klarer du da bei dir immer wieder ankommst und spürst, okay, ich habe jetzt schon die und die Schritte gemacht, und dann ist dir einiges klar geworden, und dann erkennst du vielleicht auch ein Stück mehr von dem Bild, was dich umgibt oder in dem du eingewoben bist, und dann, bäm, kommt so eine Welle, wo du denkst, jetzt ist ja alles wieder für die Katz, ist ja alles für einen Eimer, was habe ich überhaupt gelernt, jetzt geht mir es wieder so schlecht, jetzt kommen wieder diese komischen Muster ans Licht. Erinnere dich daran, dass dein Körper da auch mit muss. Es geht darum, in dieser Zeit jetzt hier wirklich Körper und Geist, also Geist als Seelenessenz, in Einklang zu bringen. Dein Verstand kann da nicht mitkommen, der versteht da vieles nicht. Meiner versteht da schon lange nicht viel. Ja, das finde ich immer lustig. Vor allen Dingen in den Momenten, wo er dann sagt, ah, ja, jetzt, wo du sagst, guck mal, ja, da gibt es jetzt ein Bild.
Dann habe ich aber vorher das Bild schon gefühlt und schon, ja, konnte das schon energetisch wahrnehmen über meine Seele. Ja, und bis der Verstand dann hinterherkommt, dann braucht es ein bisschen. Und so ist es jetzt hier in diesen Vollmondwellen, wo wirklich Körper, Geist und Seele, ich habe das Gefühl, sich auf ein neues Level einschwingen, einpendeln. So fühlt sich das gerade an. Also etwas ganz, ganz Neues, wobei neu, ja, etwas ganz Neues. In dir ist alles neu, in dir ist alles kraftvolle Essenz. Also das, was neu ist, ist, dass diese alten Schichten wegbröckeln. Da, es braucht nichts Neues in dir. Du bist einzigartig, du bist wundervoll. Und genau das dürfen wir in diesen Wellen immer wieder erkennen. Ja, ich lasse das jetzt mal hier so stehen, lade dich wie immer ein, in dir nachzuspüren, was meine Worte in dir berühren, welche Worte vielleicht in dir hochkommen, welche Gefühle, all das freue ich mich, wenn du das in den Kommentaren mit mir und anderen teilst, so dass wir eben diese Vollmondwellen oder diese Energiewellen wirklich kraftvoll ins Leben bringen können. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir heute einen wundervollen Vollmondtag und auch wenn du diesen Seelenimpuls später hörst, ja, du wirst ihn dann hören, wenn es an der Zeit ist. Alles, alles Liebe zu dir.